Die Digitalisierung ist ja in aller Munde und sie hat wirklich in allen Disziplinen, in allen Fächern ihre Möglichkeiten. In meinem Fach, dem Wissensmanagement, der Wirtschaftsinformatik, geht es zum Beispiel darum, dass wir von einem sammelorientierten zu einem vernetzungsorientierten Ansatz uns bewegen. Das heißt, es geht zunehmend darum, dass wir nicht mehr nur Informationen bereitstellen, die die Menschen einzeln abfragen, sondern diese Informationen miteinander vernetzen und dass die Menschen auch in der Vernetzung sich bewegen und zusammen Wissen aus diesen Informationen extrahieren. Eine andere Möglichkeit ist, dass wir die Digitalisierung nicht mehr nur als Infrastruktur oder Prozesse begreifen, sondern dass wir die gesamte Das Leistungsversprechen, würde ich sagen, die Leistungserbringung einer Organisation, eines Unternehmens, das ja immer der Fokus ist bei der Wirtschaftsinformatik, dass wir diese Leistungserbringung neu denken. Das ist eine Möglichkeit, die für uns wesentlich erscheint. Und die dritte Möglichkeit, die ich gerne ansprechen würde, ist, dass man von einer artefaktorientierten Perspektive auf digitale Technologien, das heißt, das ist etwas Künstliches, geschaffen vom Menschen, das klar erkennbar ist, zu einem anthropomorphen Bild kommt. Das heißt, die Maschine wird vielleicht in der Zukunft sogar zu einem Teammitglied. Und welche Effekte hat das, wenn ein Team nicht nur aus menschlichen, sondern aus maschinellen und menschlichen Aufgabenträgern besteht, also hybride Teams wir in Unternehmen, in Organisationen haben, die miteinander zusammen Aufgaben erledigen. Die erste Herausforderung würde ich sagen, Digitalisierung mit Freude. Es geht darum, dass wir Ängste adressieren, Ängste bewegen, die Menschen sorgen sich, dass mit der Digitalisierung Neues auf sie zukommt. Das ist zum Teil generell so, dass Menschen vom Neuen Angst haben. Aber bei der Digitalisierung geht es aus meiner Sicht darum, dass wir die Begeisterung wecken, dass die Menschen mit Engagement dafür sorgen, dass die Digitalisierung das beiträgt zu ihrem Leben, was sie wollen. Das zweite wäre Digitalisierung miteinander. Das ist kein individuelles Konzept. Es erlaubt die Öffnung, das Teilen, das Miteinander, das partnerschaftliche Miteinander zwischen Menschen und auch zwischen Organisationen hin zu einem digitalen Ökosystem, in dem Kompetenzen fluide wirklich miteinander kombiniert werden können und dass wir nicht mehr einzelne Kompetenzen miteinander vergleichen wie beim Schachweltmeister mit der IT, sondern dass es darum geht, dass eine gesamthafte Gruppe miteinander hybride arbeitet, wie ich es vorhin schon bei den Möglichkeiten erzählt habe. Und die dritte wäre Digitalisierung mit Sicherheit. Da geht es darum, dass wir das disruptive Potenzial der Digitalisierung, also das Potenzial tatsächlich zu großen Transformationen beizutragen, so nutzen, dass es uns nützt und dass es etwas adressiert, was wir wollen, dass wir die Sicherheitsaspekte beachten, dass sozusagen die Menschen sich frei und ohne Sorge in der digitalen Welt bewegen können und dass wir auch die ethischen und verantwortungsorientierten Fragestellungen nicht außer Acht lassen. Das ist auch eine große Herausforderung. Welche Herausforderungen hält der digitale Wandel für Unternehmen und Organisationen bereit, aber auch für das Wissensmanagement als Disziplin, als Feld? Welche Ansätze und Konzepte des Wissensmanagements können wir verwenden, um diese Herausforderungen des digitalen Wandels zu adressieren? Und welche Fähigkeiten braucht es zur kritischen Reflexion dieser Veränderungen, die mit dem digitalen Wandel einhergehen, und zwar für Individuen, für Menschen, aber auch für Unternehmen und Organisationen?